Okay. Das ist wahrscheinlich eins der innovativsten Fitnessstudios, die wir hier auf unserer Erde haben. Maximale Digitalisierung bedeutet in diesem Studio personalisiertes Trainingserlebnis. Und ich habe hier den Betreiber, den Klaus, bei der Seite, weil wir wollen euch heute dieses Studio mal zeigen. Die ganzen Features, die ganzen Benefits, die für euch wichtig sind. Klaus, heute erster Öffnungstag, mega aufgeregt. Ja, doch, es ist mal wieder was Neues und was ganz was anderes. Und ja, mal gucken, was der Tag so bringt. Wird bestimmt cool. Ja. Also wir sind mega gespannt. Und nachdem nicht nur wir beide euch jetzt mitnehmen wollen auf einen Studiorundgang, haben wir uns prominente Verstärkung mit dazugeholt. Und das ist kein geringerer als der Gladiator Ralf Möller und Stephanie Davis. Die beiden sind natürlich wieder am Flirten da draußen. Hallo. Na, alles gut? So, ja. Ich übernehme mal, ne? Ja, aber bitte, mach doch. Herzlich willkommen hier in diesem wunderschönen neuen CleverFit Fitnessstudio. Wir wollen euch. Ich kann noch ein bisschen aufstellen, das ist kein Problem. Wir wollen euch heute einfach ein bisschen rumführen hier, euch das Studio zeigen, dieses wirklich sehr, sehr innovative, neue CleverFit-Studio. Man sieht es ja schon, hier ist alles mit LED und mit Displays ausgestattet. Also das riecht nach wirklich Zukunft, nach Next Level Fitness. Und es ist schön, dass ihr heute da seid. Ja, danke, also sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass wir uns auch mal wieder sehen. Wir haben ja schon gemeinsame Auftritte gemacht bei CleverFit. Und das heute ist ja wirklich ein Ereignis. Nämlich es ist nicht nur eine Eröffnung, ne? Klaus hier ist der Betreiber, sondern es ist wirklich das modernste Fitnessstudio der Welt, kann man sagen. Das, was im Moment sich hier auch an Technik, Training, an Outfit, an alles mögliche Sachen befindet, ne? Ist also wirklich das Up-to-Date. Na, mehr geht nicht. Da macht Fitness und Bodybuilding wieder richtig Spaß. Absolut. Also mehr geht nicht, das ist, glaube ich, genau das Stichwort. Und jetzt haben wir euch natürlich wahnsinnig heiß gemacht, einige Superlativen schon durch den Raum geschmissen. Und jetzt, Klaus, würde ich dich bitten, zeig uns doch bitte mal, was bedeutet Next Level Fitness in CleverFit Welt? Wir haben hier vollautomatische Geräte, wo der Kunde sich einloggt. Personalisiert auf ihn. Wir machen Maximalkrafttest, eine Range of Motion. Das Gerät stellt sich automatisch auf den Kunden ein und man kann sehr viele vorgegebene Programme machen oder einfach, wenn man alleine trainiert, ans Maximalgewicht gehen. Ja. Das heißt, man kann einfach alleine trainieren, ganz cool. Ja. Vielleicht können wir das mal testen mit dir, Steffi. Ja, setz dich mal rein, ich zeig dir das alles. Normalerweise hat man jetzt ein Band, der Kunde. Ja. Mhm. Dein Band hebst du einfach hier drauf. Ich mache das mal für dich. So, dann erkennt das Gerät dich, sagt dir Hallo, wie geht's und so weiter. Hier hast du jetzt vorgefertigte Programme. Ja. Aber wenn man, du bist ja sehr trainiert, kennst dich aus, dann gehen wir gleich richtig ran, oder? Warm bist du, oder? Mhm, aufgewärmt. Dann fangen wir gleich mal an mit diesem Programm. Das sind Drop-Sätze. Ja. Das Gerät bereitet sich vor. Drop-Sätze kennt man ja eigentlich aus dem klassischen Training. Das genau. Ist ja quasi, Ralf, das müsstest du ja am besten wissen. Das, wenn ich das Gewicht nicht mehr schaffe, dass mir quasi ein Spotter diesem Gewicht das geht ja darum, dass man die sich hier aufwärmt, ganz wichtig. Ja. Also kann man erstmal ein Gewicht nehmen, wo man, sagen wir mal, 15, 20 Wiederholungen schafft und sich aufwärmt. Aber dann sollte man ein Gewicht wählen, wo man merkt nachher so nach dem 8., 9. Male, jetzt schmerzt es ein bisschen, aber positiver Schmerz. Und in dem Bereich, da gilt es eigentlich noch 3, 4, 5 Wiederholungen zu machen, weil diese 5 Wiederholungen sind die eigentlichen, die das Wachstum, die Definition nachher bringen. Und das Gerät macht das jetzt automatisch, dass es quasi das Gewicht, Leo, das ist, ich glaube, da müssen wir mal den Display mitfilmen. Wir loggen uns ein, der Kunde erkennt dich. So, jetzt hier hast du Übungen, die vorgefertigt sind, oder wir gehen in die freie Übung. Ja? Stripping nennt sich das Drop-Sätze. Normalerweise machen wir eine Range of Motion-Messung, da erkennt das Gerät, was für einen Bewegungsablauf du hast. Ja? Und später machen wir Maximalkrafttest, der geht 3-mal und dadurch nimmt er sich den Durchschnitt und dann 80% von dem, was du von Maximalkraft hast, geht's los. Und dann heißt es, wenn ich sage los, machst du es 3-mal, machst du es so lange, bis du es nicht mehr kannst, setz kurz ab
Und dann kommt der Dropsatz, geht 20% runter und dann geht's weiter. Und das machst du einfach, bis 3 Dropsätze haben. Ja? Mhm. Du wirst jetzt wahrscheinlich nur 1-2 Wiederholungen schaffen, weil das jetzt eine sehr hohe Belastung ist. Aber es geht dann von Satz zu Satz runter. Okay, wir legen jetzt dann los. So, jetzt machst du das. Kannst du anfangen, heb dich fest und dann den Ball da rein. Und los geht's, genau. Und schön bis und wieder runter. Immer mit dem Ball zu dem, bis du nicht mehr kannst. Das heißt, und wenn Stephanie jetzt absetzt, genau, setz mal ab jetzt, dann wird das Gewicht automatisch. Genau, und jetzt mach weiter. Okay. Schau, jetzt sind 76 Kilo. Genau, das sind 20% circa von den 93. Wow. So, und jetzt, das ist was Ralf auch meint, gell? Also wenn man meint, man kann nicht mehr, dann... Wenn du jetzt Moment, absetzt, hat er mal gesagt, mal. Ich fange die Wiederholung erst dann an zu zählen, wenn es weh tut. Genau so ist es. Im Endeffekt ist es so, ich werde einmal in diesem ganzen System, in dieser Infrastruktur angelegt. Die Geräte stellen sich dann auf meine Körpergröße individuell ein. Und durch den Krafttest, den ich mache, habe ich dann auch immer das perfekte Trainingsgebiet. Und dann auch den richtigen Bewegungsablauf. Wenn er das einmal eingestellt hat, merkt sich das Gerät und beim nächsten Mal, wenn er kommt, hat sich das Gerät das ausgerechnet und dann fängst du mit dieser Belastung, wo du das letzte Mal aufgehört hast, an und kannst dich dann auch steigern. Also es lernt auch mit das Gerät. Also die Gewichtssteigerung, das ist alles automatisiert, genau. Musst du nichts mehr Gedanken machen. Entscheiden wir hier, okay. Den Motor, der das dann bremst oder und dadurch das Gewicht zustande kommt. So, wir gehen wieder auf freie Übungen. Jetzt machen wir mal Tonex Press. Das ist für Kraftausdauer. Ja. Okay. Aber, okay, und zieh. Und ganz, am Anfang ist es ganz leicht, zieh. Und das ist eigentlich so wie in einem Spiel fast. Genau, aber jetzt pass auf, jetzt bist du bei 8 Kilo, jetzt bist du bei 9 und jetzt geht's hoch bis 17 Kilo und dann geht's wieder runter, 35 Wiederholungen. Stimmt, ja. So. Und das musst du, unten siehst du die Anzahl, wie viel Wiederholungen gemacht hast, also es sind nur noch 25 hast Wiederholungen. Ja, okay. Nein. Es geht jetzt hoch, ganz kurz musst du mal Maximalkraft machen, anstrengen. Und jetzt merkst du gleich, jetzt geht es wieder langsam runter. Hast du auch ein bisschen angeschränkt jetzt. So, jetzt geht es wieder runter, merkst du, es wird leichter. Mhm. Jetzt geht es wieder runter bis 20 Kilo und dann geht es wieder hoch. Was? Und jetzt lass mal laufen kurz, jetzt setz mal ab, das, die Besonderheit ist hier, wenn man nicht mehr kann, pass auf, jetzt zieh mal, zieh leicht. Normalerweise kommt, lass mal nochmal runter. Lass mal ein bisschen durchlaufen eine Weile. Irgendwann kommt der Spotter und versucht dich zu unterstützen. Jetzt guck, und jetzt zieh hoch. Jetzt merkst du, das ist ein Spotter, der unterstützt dich, falls du es nicht mehr schaffst. Also ist er wie ein Klassiker. Dass du die letzten 3-4 Wiederholungen noch genau, reinbekommst. Genau. Schlaues System. Das ist mega toll. Also ich kann gar nichts mehr falsch machen. Du kannst nichts falsch machen, hast alles in deiner Clever Fit App drin, kannst am Abend gucken, kannst dich vorbereiten, kannst nächstes Training machen. Die ganzen Daten und Statistiken haben wir. Alles, anschauen. Wir haben alles dabei. Wir können hier auch eine Messung machen, mit einer In-Body-Waage, wo du deine ganzen Daten drin hast. Die machen wir dann jeden Monat und ja, dann siehst du, wie du dich verbessern. Das ist super gut für Anfänger, oder? Die Bewegungsfolge nicht wissen, wie sie ausführen müssen. Genau. Ich kann sagen, für den Fortschritt ist ja auch gut. Du bist ja irgendwann mal an einem Punkt, wo du einfach selbst nicht mehr die Motivation vielleicht hast, dein Training zu verändern, Gewicht zu steigern, mal eine andere Wiederholungszahl zu machen. Genau. Ich glaube, da ist halt genau gut, wenn man so eine Guidance hat in so einem Gerät. Ja. Also das ist schon mal wirklich hochspannender Bereich. Es ist auch kein Zirkeltraining, sondern ich mache hier ganz normal mein Krafttraining, wie man es halt kennt, weil man kennt ja so ein bisschen diese Bereiche so vom Zirkel, zweimal so die Runde drehen. Ne, ich kann frei, kann mit mein Training ergänzen oder nur dieses Training machen. Und ja, ich kann mir das personalisiert auf mich selber oder individuell auf mich selber zusammenstellen. Ich glaube auch, dass man schneller Ergebnisse auch sieht. Definitiv. Deutlich, ja. Man merkt einfach, man hat ein anderes Feeling im Körper. Ja? Wenn man das regelmäßig macht. Sehr cool, sehr cool. Klaus, was haben wir noch für einen Bereich? Wir können Live-Sessions machen mit dem Trainer, der uns ansteuert oder sagt halt, was wir zu tun haben. Schneller rennen, langsamer. Also es kommuniziert jemand mit dir. Anmelden. Ansonsten kann man das Gerät nicht benutzen. Und das heißt, wenn ich kann keinen Quickstart mehr machen? Nein, geht nicht. Nein. Okay, das ist cool. Er fragt mich, was ich machen möchte. Sagen wir mal ein Beintraining. Und er sagt mir halt. Perfekt. Was ich zu tun habe. Ja. Normal gehen, wir machen uns warm. Und später sagt er uns halt, wir müssen einen Ausfallschritt machen oder seitlich uns bewegen oder. Ja. Also es ist richtig, wirklich, ich mache Übungen auf dem Laufband. Es ist genau. Nicht nur stupides Aber Laufen mit verschiedenen genau. Geschwindigkeiten. Mit Anweisungen von einem
Trainer. Ja. Vor allem ist das ja auch alles bildlich vorgeführt. Also du musst jetzt nicht unbedingt jetzt lesen können, sondern du stellst dich drauf. Und kann es benutzerdefiniert machen. Auch Wahnsinn. Geh auf Gewichtsreduktion. Brauchst du jetzt natürlich nicht. Ja. Wenn der Puls jetzt dran ist, erkennt es. Es läuft los und anhand des Pulses macht es den Widerstand. Ja, wenn der Puls hochgeht, geht er langsamer und wenn er runtergeht, geht das Laufband schneller oder macht Steigerung rein. Und so bin ich immer in der optimalen Linie, wo ich dann halt besser bin. Ja. Okay. Und ich habe Strava oder irgendwas, Garmin und Track ist draußen. Wir wandern oder was auch immer, joggen draußen. Es regnet draußen, komme ich hier rein, lege mein Handy oder lock mich ein mit diesem Band. Google geht auf. Und ich laufe original die Strecke draußen nach. Hier drin nach. Ein Video dann auf Streckenläufen, durch Städteläufen genau. Und so, oder? Da genau. Spanien, Andalusien, das ist auch schön, oder? Auch schön. Und natürlich, wenn ihr jetzt schneller werdet, geht das Bild natürlich auch schneller. Ja. Okay, also die Geschwindigkeit passt geht, sich auch genau. An. Okay, cool. Und Handyladen hast du auch, oder? Das ist ja das Wichtigste. Alles Induktion, ja, ohne den Kochen auch noch gleich. Jetzt hat Steffi schon am Anfang was gesagt mit Netflix, YouTube und sowas. So, ja, natürlich, das nennt sich bei uns das Entertainment-Paket. Wir haben hier die volle Palette YouTube, Red Bull TV, Österreich sehr bekannt, ja. Facebook, Instagram. Logge ich mich einmal mit meinem Account ein, wenn ich später mich einlogge, komme ich direkt rein. Einmal muss ich, wegen Datenschutz wegen und so weiter, genau. Aber später erkennt das und ich muss mich nicht mehr einloggen. Ja. Jetzt müsstest du dich mit deinem Account, das macht er nebenher weiter. Ja. Spannend. Ja. Ja. Oder man kann auch Spiele spielen. Hey, guck. Das ist schon Wahnsinn. Du hast wirklich eine perfekte Ablenkung, ja, aber bleibst immer deinem Trainingsprogramm. Ja. Okay, Klaus, das bedeutet, die Features auf der Konsole habe ich an jedem Ausdauergerät hier. An den Treppensteigern, Crosswalkern, Fahrrädern. Überall das Gleiche. Ich hab auch gesehen, man kann in der App ja auch die Auslastung der Ausdauergeräte sehen. Ja. Also rein theoretisch, wenn ich jetzt 17 Uhr im Büro sitze, sage ich, ja, ich habe irgendwie Lust auf ein Treppensteiggerät, das ist ja das Gerät, was gerne mal besetzt ist. Dann schaue ich in die App rein, sehe, okay, 4 Treppensteiggeräte sind da, ich glaube, es sind 4, ja. Alle 2 sind besetzt. Oder alle 4 sind besetzt, oh, ich gehe aufs Laufband. Sehr, sehr spannender Bereich. Und wenn ich dahinter schaue, da sehe ich noch mehr Monitore, noch mehr Flimmern, das sieht nach noch mehr Entertainment aus. Ich habe jetzt noch den Gründer und Geschäftsführer von der CleverFit GmbH, von diesem starken Brand CleverFit, bei mir an der Seite. Ich denke, du bist mega happy mit diesem tollen Projekt, was wir jetzt endlich mal realisieren konnten. Ich glaube, seit Jahren sprechen wir ja immer von der Digitalisierung und jetzt wird es irgendwie Realität. Wie sind so die ersten Eindrücke, die ersten Gefühle? So ist es. Ich bin überwältigt, weil tatsächlich waren wir vor einem Jahr hier gestanden oder eineinhalb Jahren in der leeren Halle. Und meine Meinung war, diese Location eignet sich perfekt, um mal den ersten digitalen Aufschlag zu machen, um mal wirklich zu zeigen, was bedeutet denn Digitalisierung. Gesprochen wurde ja viel über das Thema Digitalisierung in der Fitnessbranche, aber am Ende in der Umsetzung wurde es dann immer sehr dünn. Und hier haben wir jetzt einfach mal ein Studio gemacht, ein Concept Store, wo 70% aller Gerätschaften hier wirklich digital funktionieren. Und wo wirklich alles über eine App getrackt ist. Und wo wirklich Geräte digital mitdenken und sich im Training anpassen. Und es ist schon heute ein super schöner Tag, sowas jetzt endlich eröffnet zu sehen, live und in Farbe und dann auch hier in dem schönen Platz in Wels. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Das ist ein toller Start, glaube ich, auf eine ganz, ganz interessante, spannende Reise in diese digitale Welt. Wo siehst du so für den Endkunden, für das trainierende Mitglied, so den größten Benefit, wenn man in so einem Studio trainiert wie hier? Also ich glaube, was ja für die meisten das Wichtigste ist, ist immer motiviert zu bleiben. Ja. Und motiviert ist, wenn ich einfach weiß, wie ist meine Leistung einzuschätzen? Wie kann ich auch Leistung wirklich mal messbar steigern? Wie kann ich über Gamification, also über spielerische Aspekte, die Motivation hochhalten? Und wie kann ich über immer wiederkehrenden neue Inhalte und neue Formate auch immer wieder sagen, in dem Studio gibt es was Neues. Wow, da ist ein neues Trainingsprogramm drauf. Da ist ein neuer Trainer, der mir irgendwas erklärt. Und das alles auf virtueller, digitaler Basis. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, das ist einzigartig. Das kann man überhaupt gar nicht mehr vergleichen mit dem ursprünglichen klassischen Eisentraining. Sondern es ist wirklich die neue Ära, die wir hier aufmachen. Und wir merken es auch mit den Kunden.
die natürlich Erklärungsbedarf haben. Das kann man nicht einfach sagen, geh hin und mach los, sondern da muss man ein bisschen sich mit den Kunden am Anfang mehr beschäftigen wie in einem klassischen Studio. Aber die Leute sind danach natürlich total begeistert und sagen, der Mehrwert ist sensationell. Die freuen sich. Mhm. Man sieht es ja auch hier so ein bisschen im Studio. Es trainieren ja schon einige Mitglieder in dem Studio heute bei der Eröffnung. Wir machen parallel zur Eröffnung auch das erste Training möglich. Und die Menschen haben Spaß an diesen digitalen Konsolen, an diesen ganzen Features, an den Benefits, die es dazu gibt. Und die Reise geht ja immer mehr in das Richtung personalisiertes Training, individuelleres Training, aber halt auch technisch einfach gesteuert. Also weg von diesem subjektiven Empfinden, das könnte für mich das richtige Training sein oder das der richtige Weg. Ja, und das passt auch perfekt zur DNA von Clever Fit, denn wir haben immer gesagt, wir wollen das beste personalisierte, individuelle Training bieten. Richtig. Und durch die Digitalisierung ergeben sich jetzt für uns natürlich ganz, ganz neue Ideen und Möglichkeiten, die wir hier zeigen und die sicherlich aber auch noch für die Zukunft ganz, ganz neue und weitere Optionen geben. Und insofern ja, glaube ich eben auch, dass das Thema Motivation für die Kunden in nächster Zukunft noch viel weniger ein Problem sein wird. Also da ist einiges jetzt im Feld. Ich glaube auch. Und auf dieser Road to 1000, auf der wir uns ja aktuell befinden, bedeutet das natürlich, dass ab jetzt die folgenden Anlagen immer mehr in diese digitale Welt eingezogen werden, hineingeführt werden, die Menschen reingeführt werden. Ich glaube, das ist eine spannende Reise, die wir jetzt vor uns haben. Absolut. Und da freue ich mich riesig darauf, auf die nächsten 500. Wir haben ja bald das 500. Studio. Ja, ja. Wir werden es dieses Jahr noch eröffnen. Mhm. Und deswegen ganz lieben Dank an dich. Sehr gerne. Und wir machen weiter mit ein paar Impressionen aus dem Studio. Ja. So, Klaus, was kann man hier machen? Wir haben hier eine 8-Gang-Shimano-Schaltung. Das erste Mal, dass es das in einem Bike gibt. Wenn man Rennradfahren liebt oder Fahrradfahren liebt, auch wieder ganz lustig, wenn man Strava hat oder irgendwie das trackt sein Fahren draußen, geht man hier drauf, hebt sein Band drauf und die Strecke, wo du draußen fährst, fährst du hier 1:1 nach. Und so trainieren wahrscheinlich auch Profis, nehme ich an. Ich nehme an, dass die ich muss so sein, weil irgendwie müssen die das ja auch machen. Ja, und Radfahren kannst du halt im Winter nicht gehen. Ja, und ich glaube, dass die das haben. Ja. Wir haben ja auch eine Pedalschaltung, also original. Okay. Das ist ja ein Highlight. Also es ist sehr nah an einem klassischen Rennrad dran. Ich sag mal fast real. Okay. Fast. Jetzt habe ich am Rad ein Display, ich habe da ein Display, ich habe da ein Display. Okay. Ist am Anfang ein bisschen verwirrend. Dieses Display ist halt, wenn man schnell fahren will, hat man hier alles drauf. Aber vielleicht, wenn man mit seinem Partner oder Freund oder was oder egal wem kommt, zu zweit, sagt man zum Trainer, ich habe Lust, uns zu matchen. Also man kann das erste Mal sich matchen gegeneinander und sagen, hey, mal gucken, was da los ist. Setzt der Trainer, schaltet das Ding frei. Je nachdem, was man kann sich halt aussuchen, was man möchte. Man hat da jede Menge, wie man halt drauf ist. Sagen wir mal, der Long Climb. Keine Musik brauchen wir. Startbereit. So, Teilnehmer. Jetzt muss man normalerweise. Einfach zu bedienen, weil das Gerät sagt das sowieso immer. Wir müssen jetzt anfangen zu treten. Die Schaltung ist wie beim richtigen Rennrad. Steffi, was ist los? Ich komme. Okay. Schalt mal. Das ist wie ein klassisches Rennrad. Runterschalten, hochschalten. Guck mal, siehst du die Gangzahl. Für Rennradfahrer, denen ist ja immer wichtig, links, rechts, gleiche Druckbelastung. Genau. Da zahlst beim Rennrad draußen ja horrendes Geld, dass die Pedale das können. Das hast du hier auf dem Display. Du schon ein bisschen in Booster, ne? Geht schnell. Im Grunde genommen sage ich, hey, ich habe einen guten Freund, mit dem fahre ich im Sommer draußen Fahrrad. Ja. Jetzt kommt der Winter, ich verabrede mich mit ihm. Sonntag, 15 Uhr, komm, lass uns gemeinsam Fahrrad fahren, eine Runde. Und das können wir machen beim Rudergerät und bei den Skillruns, die sehr ähnlich sind zum draußen laufen. Ja? Ja, also spannender Bereich. Ich habe in der App auch gesehen, dass ich ja durch jede Aktivität auch ein bisschen Punkte kriege und mit den Punkten natürlich sich auch ein Ranking aufbaut. Genau, wir haben jeden Monat hier im Studio eine andere Challenge. Das heißt, immer wenn man sich einloggt, sammelt man Moves
Und man kann jetzt hier jeden Monat eine Challenge gewinnen. Der, wo die meisten Moves hat, sieht man dann auf den Monitoren, sind ja genug hier. Wer die meisten Moves hat, bekommt eine Überraschung, einen Monat gratis. Oder zum Beispiel für den Sommer, so Summer Body Challenge. Genau, also genau. Richtig gut, dass man so motiviert wird, nochmal ins Studio zu kommen, sich auszupowern. Und die Leute mögen es ja, sich zu challengen. Genau, gell? Das ist ja so, das haben wir immer so ein bisschen im Blut. Mensch, da ist einer vor mir, den seinen Platz will ich irgendwie erreichen, braucht noch ein paar Punkte. Und schon bist du wieder motiviert, Sport zu machen. Egal, wo ich hinschaue, es ist ein Monitor. Da hinten ist schon wieder ein Monitor. Ja. Und das ist ein Functional-Bereich. Also wir haben hier ein Kiosk, nennt sich das bei uns, oder wo man sich einloggt. Der Kunde mit einem Brustgurt. Ja. Jetzt ist der Trainer hier und gibt Kurse. Okay. Man weiß ja nie, ob der am Kurs richtig teilnimmt oder Herzversagen ist, sagen wir es mal so rum. Hier, sobald ich diesen Brustgurt habe, mich dort eingeloggt habe, kommt eine Bubble und ich sehe mich. Oder der Trainer sieht es da oben. Wir machen den Kurs und es gibt grün, orange und rot. Rot heißt, es ist im kritischen Bereich. Er misst die Herzfrequenz. Also ich sehe immer, wo ist mein Kunde oder mein Mitglied, wo er gerade trainiert oder den Kurs gibt, in welcher Range ist er. Mhm. Ja, und anhand dessen kann ich sagen, mach ein bisschen langsamer, mach ein bisschen schneller. Und er ist, wenn er im grünen Bereich ist, ist er immer in der Top. Da passt die Herzfrequenz. Genau. Okay. Aber ist es auch schon so, dass die Leute dann geschult werden davor? Oder? Also jeder, der hier reinkommt, wir laden mit ihm zusammen die App runter, die Clever Fit App, zeigen ihm natürlich, was die App kann, geben ihm einen Trainingsplan, zeigen, also alles wird vorgeführt. Ja. Und natürlich ist auch alles super einfach erklärt auf die Diskussion. Am Anfang ist es ein bisschen komisch, weil es halt ein bisschen neu ist, aber wenn man mal drin ist, dann gefällt es den Leuten. So ist die Resonanz. Oder wenn man den Unterschied begeistert. Auch extrem merkt, ja, das stimmt schon. Ja. Das ist clever, einfach auch mit der Herzfrequenz zu arbeiten. In den Bereichen tut man sich ja gerne mal ein bisschen mehr verausgaben, gell? Kennt man so ein bisschen vom CrossFit auch. Und wenn ich dann natürlich eine gute Überwachung habe, Farbleitsystem, roter Bereich heißt, ey, bisschen chillen, nicht so weit. Eigentlich aufmerksamer als ein Personal Trainer. Eben. Ja, also hier kann man sich vorbereiten für Ninja Warrior. Genau. Österreich. Habt ihr Ninja Warrior in Österreich? Haben wir, ja. Haben wir, ja, erst vor kurzem gehabt, oder? Haben eine Einladung bekommen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Wann sehen wir dich bei Ninja Warriors? Ja, nächstes Jahr vielleicht. Ah, okay. Okay, ich mache mit. Wir sind natürlich dabei. Jetzt, glaube ich, endet ein bisschen die Digitalisierung erstmal, oder? Gehört auch dazu. Ja. Auch dazu drei Half-Racks, die volle Palette an Pure-Sense-Geräte. Also mehr geht da auch nicht. War dir das wichtig, auch den Bereich abzudecken, also nicht wirklich nur auf das Digitale zu setzen? Na, man muss einfach die Kombination in allem machen. Ich denke, das Digitale wird immer mehr kommen, gehört dann dazu. Man kann einfach ein anderes Training machen, andere Reize setzen, aber das wird natürlich auch nie weggerechnet, ne? Und gehört auch einfach zum Krafttraining dazu. Also mittlerweile bin ich auch ein ziemlicher Fan von Technik geworden. Einfach so wie du gesagt hast, du hast halt die ganzen Statistiken, die ganzen Daten, kannst es dann auswerten, die Maschine überlegt für dich, was du tun musst. Und natürlich, man kann es den Freunden zeigen. Und jeder zeigt gerne, was er gedrückt hat, was für Erfolge er hat. Ja. Fitness war ja bis dato auch der einzige Sport, der nicht wirklich trackbar war. Gell? Weil alles, was du draußen machst, dadurch, dass du da immer von A nach B gehst, ist es trackbar. Weil es halt irgendwie mit GPS-Daten irgendwie geprüft wird. Und das ist eigentlich ganz cool, dass wir jetzt endlich auch mal diesen Sportbereich irgendwo mal in Daten abbilden können. Daten, die uns dann wiederum natürlich besser machen wollen. Ein virtueller Gruppenkursraum. So ähnlich. Also man kann nicht gegeneinander fahren, aber ich kann jetzt beim Spinning zu jeder Zeit meinen eigenen Kurs fahren, wie ich es möchte. Mit Anleitung. Man könnte jetzt hier zum Beispiel Live-Kurse fahren. Man drückt drauf oder man guckt in seinem Handy, wann die Kurse sind. Dann guckt man die Enrica an. Ja. Sie hat Dance-Musik, spricht Italienisch. Man könnte sie bewerten. Ja. Okay, also ich kann On-Demand fahren, genau. Ich kann Live-Kurse fahren. Ja. Und das sind alles top ausgebildete Indoor-Cycling-Trainer. Genau. Okay, jetzt ist quasi hier ein Live-Kurs, genau. Also Sam. Ja, wir müssen. Klicken wir mal drauf. So, wenn man jetzt die AirPods drin hat, die verbinden sich automatisch und die dreht da voll durch und man geht mit und selber schon getestet. Also es macht richtig Spaß. Wahnsinn, die Musik passt auch. Und auch wenn man hier zudreht, sieht man das Niveau. Das ist ja, früher hat man einfach zugedreht, bis es nicht mehr ging. Ich kann hier mein Niveau einstellen. Ja. Die Wattzahl wieder, was ich trete. Ja, Geschwindigkeit und die Entfernung und alles dabei hat, was man braucht. Du bist ja direkt motiviert und so mitgerissen, wenn das noch
live ist, dann packst du deine Freundinnen ein, setzt dich rauf, genau. Ziehst das durch. Also kann man hier schon zusammenfahren, wenn gerade ein Live-Tisch stattfindet. Alright, Klaus. Also bis jetzt, muss ich sagen, hat alles überzeugt. Das ist wirklich ein richtig modernes Fitnessstudio, Next Level. Das habe ich die ganze Zeit immer da hinten so ein bisschen was rausrauchen sehen. Ja. Ich glaube nicht, dass es ein Raucherraum ist. Nee, die Handwerker sind auch da, die haben alles richtig gemacht. Sollen wir mal hingehen? Okay, zeig's euch vielleicht. Ja. Wir haben hier in Österreich im Fitnessstudio die zweite Kryobox. Okay. Man sieht schon ein bisschen an der Tapete, es wird kalt. Es wird bis zu 160 Grad kalt. Ja. Gerade ja voll der Hype mit den Kälte, dass man Therapien macht, Fett abnimmt. Überall gehen die Leute baden im Freien und so weiter. Und wir können das hier bis zu 160 Grad runterkühlen. Maximal darf man 3 Minuten drin bleiben. Dann verbrennt der Körper bis zu 700 Kalorien in einer Behandlung. In 3 Minuten? In 3 Minuten. 700 Kalorien? 700. Okay, das ist viel. Oder auch in Arznei, wenn man Krankheiten hat, Verletzungen, Neurodermitis, MS und so weiter, gehen die Leute da rein. Ist das mit Dampf oder mit so mit Stickstoff? Stickstoff, mit Eis. Wir sind bei der Kältekammer. Ralf ist back. Ja. Welcome back. Ich habe trainiert da jetzt gerade. Ja. Ui, was okay. Da los? Ja, Ralf, ja? Man sieht's, du bist immer noch so gut clever im Futter. Du das, ja. So, Stefanie, du hast dich jetzt bereit erklärt. Du gehst rein. Ich bin mutig. Du bist mutig. Ich glaube, das ist wirklich cool. Okay, das heißt, du machst dich jetzt fertig und wir kommen in 2-3 Minuten wieder rein. Genau, und dann sehen wir dich da drin. Ich bin gespannt. Okay, bis gleich. Du darfst einmal rein. Genau, Gesicht nach vorne zu mir. Nicht erschrecken, ich mache das jetzt zu. Ich fahre dich aber gleich ein Stück hoch, dass du oben rüber schauen kannst. Perfekt. Stefanie, ich starte jetzt. Du bewegst dich einfach ein bisschen währenddessen ganz genau, leicht. Bewegen. Jetzt wird's rein. Jetzt wird's frisch. Ja? Jetzt da. Immer bewegen. Genau, leichte Bewegungen, nicht zu hektisch. Du kannst ruhig ganz fließende, wow. Ey, das ist nur minus 56 erst? Ja. Es ist jetzt schon richtig kalt. Es kommt noch ein bisschen was. Wow. Du musst dich einfach drauf konzentrieren, dich leicht zu bewegen. Jetzt frozen. Normalerweise, ich glaube, wenn zwei Damen hier drinnen stehen, haben Männer nichts verloren, aber in dem Fall darf ich es mal probieren. Steffi, wie geht's dir? Gut, aber es ist halt richtig. Oh ja, oh. Ist das dann auch so für so Zellulite-Geschichten irgendwie? Im Endeffekt alles, was halt mit Hautbild zu tun hat, Stoffwechsel zu tun hat. Man kennt es ja ein bisschen vom Leistungssport. Auch Leistungssportler, die gehen ja auch immer ganz gerne in diese Kälte-Eistonne rein, um sich runterzukühlen. Die machen es halt viel zur Regeneration. Da wird es auch im Sport am meisten Anwendung finden. Wow! That was cold. Es war mega kalt. Okay. Aber es ging. Aber fühlt sich frisch jetzt, oder? Doch. Am meisten habe ich es trotzdem in den Beinen gespürt. Ja, oder man merkt halt schon in den ersten paar Sekunden, so es tut sich was im Körper. Ja. Ja, und das ist genau das, warum wir auch auf diese Box setzen, dieser Soforteffekt. Du gehst rein, es ist einfach, du stehst 3 Minuten, bewegst dich ein bisschen durch. Passt gut in die Zeit, die so Leute wollen einfach schnell Ergebnisse, die wollen rein, nicht allzu lange. Bis in 3 Minuten eigentlich drei fertig Minuten durch. Und verbrennst Kalorien, also das ist Hammer. Tust was für die Haut, für die Regeneration, also wirklich, Hammergeräte. Wirklich ein cooles Tool. Du kannst dich wieder umziehen, ich hole dich draußen ab. Ordentlich was dabei für den Kraftsport, gell? Doppelflachbank, Doppelschrägbank, Military Press, doppelten Turm, 10 Bänke. Also alles, was das Bodybuilder-Herz begehrt. Große Griffe, verschiedene sind dort. Können wir auch mal hintergehen. Das ist halt auch cool, dass alles mal so richtig ordentlich ist, gell? Super viel Kann man nicht sagen, super viel Auswahl. Tolle Mitarbeiter. Haben wir Mitarbeiter natürlich, haben wir auch. Ja, ich glaube, da legst du auch viel Wert drauf, gell? Auf das Thema Ausbildung. Ja, wir haben ja die Clever Fit Akademie. Ja. Bei uns ist jeder, der anfängt, egal ob geringfügig oder Vollzeit, Teilzeit, muss bei uns die B-Lizenz machen. Und jetzt neuerdings, was ich ganz cool finde, kann man die A-Lizenz bei Clever Fit machen. Und das müssen natürlich dann unsere Trainer auch machen. Das ist wichtig, ja. Haben wir auch von vornherein immer darauf geachtet. Clever Fit soll ja immer eine Stätte sein, wo es einfach nicht nur um Sport geht, sondern auch ein bisschen um das Thema Kompetenz, Herz. Deswegen diese Ausbildung der Mitarbeiter, das war schon immer ein riesengroßer Punkt oder Riesenthema bei uns. Wir haben immer gesagt, der Mensch steht nach wie vor im Mittelpunkt. Was sich ändert durch die Digitalisierung ist, dass der Mensch nicht mehr den Prozess ausmacht, sondern den Prozess begleitet. Und deswegen legen wir so großen Wert auf die Ausbildung.
Ich würde sagen, wir gehen zum Abschluss noch in einen Bereich rein. Ich sehe da noch einen, ich glaube, das ist ein Zirkel. Vielleicht werden wir uns den noch ganz kurz anschauen. Ja, gucken wir uns kurz den Bayer-Zirkel an. Wir legen ihn an, machen dann mit Stellen das personalisiert auf ihn ein. Man kann jetzt auch dieses Gerät nicht benutzen. Stellen das ein, machen auch einen Maximalkrafttest, stellen die Einstellungsrunde ein. Es erkennt Disbalancen, Fehlstellungen und so weiter, weil er einen Spotter drin hat. Machen das eine Runde mit dem Mitglied, dann ist das eingestellt und dann gehen wir noch mal eine Runde mit und zeigen ihm, wie der Ablauf ist. Und danach kann er reinkommen und hat in 35 Minuten einen Full-Body-Workout. Also im Endeffekt verbinde ich hier das Krafttraining mit dem smarten Ausdauertraining, mache zwei Runden, bin nach 35 Minuten durchtrainiert. So wie das ausschaut, habe ich die Hauptmuskelgruppen da. Hallo Steffi, die Hauptmuskeln, Beine, Armtraining. Ja. Aber man merkt schon, hier ist, man könnte Stunden über dieses Studio reden. Und so wenn ich, wie ich eingangs gesagt habe, das geilste Studio der Welt, ich meine, klar, ich muss das sagen, ich meine, es ist Clever Fitness, unser Baby. Es ist mit Sicherheit ein Fitnessstudio, was Maßstäbe setzt. Das muss man ganz definitiv klar sagen. Ja. Oder Steffi? Mhm. Also, was, ich meine, du machst jetzt den Sport wie lange? 10 Jahre jetzt. Ja. Ich meine, wenn du sagst. Ich war schon in einigen Studios, ja, aber das ist halt wirklich, also das ist High Class. Also mit deinem Band gehst du hin, alles abgespeichert, rufst dein Training ab, musst dich viel überlegen, es passt sich an. Das muss man live erlebt haben. Ganz lieben Dank an dich, liebe Stefanie. Danke. Lieben Dank an dich und dein Team. Danke an dich. Gebt weiter Gas, macht uns richtig stolz, so ein Studio hier. Und wir arbeiten daran, dass es solche Studios bald auch in vielen anderen Städten gibt. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüssi. Ciao.